Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe, die wie immer eine freie Themennacht ist. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio, live im Fernsehen, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin hat den schönen Vornamen Zara und ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Zara. Guten Morgen, hallo. Ja. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Es geht darum, dass ich ein Geheimnis behüte, das ich noch nie irgendeinem gesagt habe, und das belastet mich sehr. Oh, ein Geheimnis, das du noch nie jemandem gesagt hast? Ja. Mein Vater, also meine Familie, wollte mich mit 18 verheiraten, und weil die stammen aus dem Jemen. Ihr stammt, du stammst aus dem Jemen? Ja, genau. Ja. Aber ich bin hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ja. Also Deutschland ist mein Zuhause, meine Heimat. Ja. Und mein Vater wollte mich halt verheiraten und ich habe mich geweigert und ich bin abgehauen. Wollte er dich hier in Deutschland verheiraten? Ja. Ja, in Deutschland. Mhm. Genau, mit einem guten Freund von ihm, der 5 Jahre zuvor immer zu uns nach Hause gekommen ist, und den ich angesehen habe als einen Onkel. Wie alt ist der? Wie viel älter ist der als du? 43. 43 Jahre ist der und du bist 20. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und ich habe mich geweigert und ich bin abgehauen. Dann bin ich erst bei meiner Tante untergetaucht, aber dort haben sie mich dann auch gefunden. Ja. Und dann bin ich außer Land gegangen und dann wiedergekommen, weil mein Studium ist mir sehr wichtig. Ja, und was ist dir wichtig? Das Studium ist dir wichtig? Ja, ich bin jetzt im ersten Semester, ich studiere Lehramt in der Grundschule. Ja. Und das ist mir sehr wichtig und ich wollte das nie aufgeben. Aber ja, ich halte mal eben fest, wie mutig, dass du dich deiner Familie da entzogen hast und ins Ausland gegangen bist, ganz, ganz dich losgelöst hast von allen Leuten. Wie ging es dann weiter? Ja, ich war dann halt in England bei Verwandten. Mhm. Bin ich untergetaucht und die haben halbwegs dicht gehalten, aber meine Familie kriegt halt alles raus. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich komme halt wieder zurück und ich stelle mich halt hier denen, mein Gott, Deutschland ist meine Heimat, ich habe hier wohl gewisse Rechte. Ja, und dann habe ich einen Job als neue Kellnerin in der Bäckerei und Küchenhilfe genommen, und dort habe ich ein Mädchen kennengelernt, auch ein marokkanisches Mädchen arabischer Abstammung. Mhm. Und die hatte so dasselbe Schicksal wie ich. Ihre Familie wollte sie auch verheiraten. Mhm. Und so dumm und naiv wie ich war, hat sie mir ein Jobangebot gemacht. Sie hat gesagt, komm abends mit mir mitarbeiten. Ich arbeite in der Bar. Da kannst du kellnern und putzen und so. Und da kriegst du gut Geld. Und ich brauchte ja unbedingt Geld, weil ich brauchte ja eine Wohnung und alles. Ja, und dann bin ich mitgekommen. Ja, und dann hat sich das wohl doch als Bordell entpuppt. Als Bordell? Ja. Und du arbeitest jetzt in diesem Bordell? Genau. Als Putzfrau oder als... schon als... Prostituierte? Ja. Warum tust du das? Weil ich brauche Geld für die Wohnung und alles. Meine Familie hilft mir doch nicht. Mhm. Ich kann doch kein BAföG und alles beanspruchen, ohne dass ich Angaben von meiner Familie gebe. Ja. Studierst du denn auch schon? Ja. Und das funktioniert auch? Ich bezahle das alles von meiner eigenen Tasche. Ja, das funktioniert. Ja. Aber jetzt, ich bin... Um es für mich mal zeitlich richtig zu verstehen, wie lange arbeitest du jetzt schon als Prostituierte? 9 Monate. 9 Monate. Du sagst das mit sehr schwerer Stimme. Ich höre daraus, dass du das schlimm findest, dass du es tust. Ja. Hm. Hm. Ich bin wirklich ein Wrack. Ja. Ich kann es keinem erzählen. Ja. Deine Familie weiß aber im Moment nicht, wo du bist. Doch, ich wohne in einer anderen Stadt, aber das hält sie trotzdem nicht davon ab, mir das Leben zur Hölle zu machen. Ach, die wissen richtig Bescheid, was du im Moment machst. Ja, nee, die wissen nicht, was ich mache, um Gottes Willen. Aber ich habe Brüder, 4 Stück, und die wissen, wo ich wohne.
Und die kommen dann auch hier hin und dann stehen die vor meiner Wohnungstür und alles. Ja. Und ich krieg dann Ärger mit meinen Nachbarn und ich habe mir die Wohnung so hart erkämpft und alles. Und du hast nicht die Sorge, dass die das auch rauskriegen? Die brauchen dich dann nur... Doch, ich habe die Sorge, aber der Laden, wo ich arbeite, ist weiter weg, ist 120 Kilometer entfernt. Na gut, aber man könnte dich ja beobachten, wo du hinfährst und wenn man... Ja, doch, das ist auch... Ja. Also, das sind zwei ganz große Probleme. Einmal die große Problematik mit deiner Familie und zum anderen, dass du da jetzt in was reingerutscht bist, was du gar nicht willst. Du willst eine ordentliche Ausbildung machen, du willst Lehrerin werden. Ja. Und bist jetzt in die Prostitution reingerutscht. Ja. Wie empfindest du das, diese Arbeit? Schrecklich. Ich meine, ich hatte schon Sex. Ich hatte auch einen Freund, einen ganz normalen, mit 17 und mit dem habe ich schon das erste Mal und so. Mhm. Aber das wusste natürlich meine Familie nicht. Mhm. Aber das ist einfach nur schrecklich. Mhm. Also jetzt wäre das Allerwichtigste, Zara, das Allernötigste, dass man irgendwie einen Weg findet, dass du wieder aus der Prostitution rauskommst, wenn dir das so seelisch zusetzt. Und wenn du auch sagst, ich brauche das Geld, dann muss es irgendwie andere Wege geben, um an deine Finanzierung zu kommen. Hast du, hast du irgendetwas schon unternommen, um da rauszukommen? Natürlich. Ich habe meinen Vater, meinen Anwalt, aufgehetzt. Ja, und das hat ihn wirklich nicht so geschert drum. Stattdessen hat er zwar meiner Brüder jeden geschickt. Also du hast einen Anwalt beauftragt, der ja, weil ich brauchte doch nur eine Unterschrift und nur seine Lohnabrechnung für den BAföG-Bescheid. Ah, ich wollte doch kein Geld von ihm. Und er hat sich einfach geweigert, weil er hat ja das Gesicht vor seiner Gemeinde verloren, weil die Tochter hat ist abgehauen. Mein Vater hat mich doch versprochen, das war also ein Deal. So, und Ich könnte mir auch vorstellen, dass du neben all der ganzen, neben der ganzen Misere, in der du lebst, dass hinzu auch ein großes Gefühl der Einsamkeit kommt. Ja, weil ich kann mit niemandem darüber reden. Es gibt keine Freundin, doch. Ich kenne sie, seit wir im Kindergarten zusammen sind. Aber mit ihr kann ich nicht darüber reden. Sie wird es nicht verstehen. Sarah, ich merke ja, dass du ganz, ganz außer dir bist. Ich finde erstmal gut, dass du angerufen hast und diesen, wenn auch unkonventionellen Weg suchst, dir Hilfe zu suchen und Hilfe zu finden. Ich finde, ich sag jetzt erstmal, was ich mutig finde. Ich finde mutig, dass du deinen eigenen Weg gehst. Ich erahne das, was das für ein junges Mädel in deiner Situation bedeutet. Das Schlimmste ist, wenn ich in die Uni gehe. Ich fühle mich so beobachtet. Ja. Ich denke, meine ganzen Studenten, Professoren, die würden immer in den Club kommen, würden mich sehen. So. Ich habe richtig Paranoia. Ja, so. Nachdem ich erstmal jetzt gerade gesagt habe, was ich richtig toll finde, sage ich weiter, dass ich der Auffassung bin, dass du dringend raus musst aus der Prostitution. Weil das setzt dir jetzt so zu, dass du vielleicht gar nicht deinen Weg weitergehen kannst. Wir werden dir jetzt im Hintergrund eine Beratung geben. Nicht hier auf dem Sender, nicht vor allen Leuten, was du tun kannst. Und ich hoffe, dass wir dir in irgendeiner Weise, wenn auch nur ein wenig, dann wäre ich schon sehr froh, helfen könnten. Ja. Dazu musst du jetzt bitte auflegen und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Alles klar. Einverstanden? Danke. Alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ciao. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Telefonnummer. Und hier ist Melinda und Melinda ist 20. Hallo Melinda. Hallo. Hallo. Und was geht's bei dir? Also ich habe das Problem, ja, also im Vergleich zu den Mädels vor mir ist eigentlich eher harmlos, aber es belastet mich halt sehr. Und zwar, ich bin seit einem Jahr und zwei Monaten in einer festen Beziehung. Mhm. Mit einem Griechen, der ein Jahr älter ist wie ich. Mhm. Und ich sag halt so, die Mentalitäten treffen stark aufeinander. Und es gab halt schon viele Probleme, mit denen wir uns nicht ganz irgendwie gemeinsam einig werden können. Ja. Aus dem du bist eine Deutsche. Ja, ich bin Deutsche. Ja. Wo prallen da die Auffassungen gegeneinander? Wo sind die Unterschiede?
Also es ist halt so, dass zum Beispiel, also am Anfang der Beziehung war es noch viel schlimmer und extremer. Da war es so, dass ich nicht mal mehr, also dass ich nicht vor die Haustüre durfte ohne ihm. Also wirklich kurz davor Bescheid zu sagen, dann, wenn ich irgendwo angekommen bin, muss ich ihm Bescheid sagen. Und also es ging so weit, dass ich auch wirklich einfach mich schon gar nicht mehr aus dem Haus getraut habe oder gar nicht mehr raus wollte. Ihr wohnt auch zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Ich wohne bei meinen Eltern noch, oder bei meiner Mama und er halt bei seinen Eltern. Und es ist halt so, dass ich wirklich alles dafür tue, um sein Vertrauen aufzubauen. Und ich habe mir auch wirklich noch nie in der ganzen Zeit, wo wir jetzt zusammen waren, irgendwas zu Schulden kommen lassen. Also ich höre, was du sagst, dass der dich sehr bestimmt, dass der genau angibt und dich beherrschen möchte, wie du dich zu verhalten hast. Er hat halt sehr starke Erwartungen von einer Frau. Also ein sehr, sehr klares Macho-Gehabe. Ich denke einfach, das ist seine Art. Ich denke, ich merke das auch, dass es in seiner Familie so war. Ich denke okay, mag ja seine Art sein, aber so ist es halt, ne? Dass er sagt, wo es lang geht, er bestimmt, was du machst, und er sagt, wo darfst du alleine ausgehen? Ich gehe prinzipiell nicht alleine aus, nein. Also aber das würde er auch nicht machen. Also ist alles, was er von mir erwartet, macht auch er nicht. Also Da darfst du mit einer Freundin nicht ausgehen. Also was ich mache, ich habe halt eine einzige Bezugsperson noch, und das ist eine gute Freundin, mit der ich aufgewachsen bin, und mit der treffe ich mich ab und zu. Also das sieht dann so aus, dass ich entweder bei ihr bin oder sie bei mir, oder dann halt telefonisch. Und das duldet er? Ja, mehr oder weniger. Also auch nicht so ganz richtig. Du sagst, er verlangt von dir alles, was er, und er hält sich dann, was seine Person anbelangt, auch da dran. Ja, er hält sich auch daran. Bedeutet das, dass er nicht mit seinen Kumpels mal auf die Rolle geht alleine? Nein, überhaupt nicht. Bloß bei ihm ist halt der Vorteil, also ich arbeite halt bei seinen Eltern im Betrieb, und er hat halt den Vorteil, das sind halt nur 3 Stunden am Tag, und er hat halt den Vorteil, er ist auf jeden Fall 8 Stunden am Tag im Geschäft. Mhm. Dazu geht er noch ins Fußballtraining. Er hat seinen Ausgleich. Er sieht seine Leute öfters. Mhm. Und ich bin dann halt in der Zeit zu Hause. Und also Melinda, wenn ich dich jetzt frage, würdest du, was ist das Hauptding, was dich am meisten belastet? Würdest du sagen, dass du dich viel zu sehr eingeengt fühlst von dem Mann? Ja. Unter Druck gesetzt? Ja, auch. Was noch? Also ich fühle mich so, wie es momentan ist, einfach nicht wohl, weil ich einfach nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich habe ihm schon so oft versucht zu erklären, wie ich mich dabei fühle oder wie es mir dabei geht und wie schwer es auch für mich ist, und dass er mich auch mal versuchen muss zu verstehen. Und das Problem ist halt, dass ich halt schon... Was sagt er denn? Was sagt er, wenn du ihm das so hinlegst, wenn du sagst, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich da beherrscht von dir und bestimmt? Also wenn ich mit Sachen komme, die ich zum Beispiel jetzt zum ersten Mal sage, oder als ich das erste Mal vor ihm geweint habe, das sind so Sachen, die nimmt er sich richtig zu Herzen. Mhm. Aber danach interessiert es ihn nicht mehr, oder zumindest gibt er mir das Gefühl, als ob es ihn nicht mehr interessiert. Also wenn du dich nicht so verhältst, wie er es gerne möchte, was passiert dann? Er misstraut mir total. Dann heißt es, ich habe einen anderen und ich gehe weg und ich mache dies und ich mache das. Also er macht dir die Hölle heiß dann? Ja, richtig. Schlägt er dich? Nein, das also nicht. Nein. Das Einzige, was halt ist, was ich werde dadurch total aggressiv, total, weil ich das nicht mehr mit mir ausmachen kann, weil ich ihm nicht mehr weiß, wo ich noch hin soll, um ihm zu zeigen, wie wichtig und wie ernst es mir ist, dass ich die Beziehung haben möchte. Aber du willst einfach willst Luft zum Atmen haben und du willst deine Freiheit haben. Nein, Freiheit heißt nicht, also ich, wenn ich mit ihm weggehe zum Beispiel, also oder wenn ich mit ihm weggehen würde in eine Disco oder so, also es geht nicht darum, dass ich alleine weggehen will. Es geht einfach nur darum, dass er sich mal in meine Lage versetzt, dass er mir ein bisschen Luft in manchen Sachen gibt, also dass er mir einfach nicht, durchlöchert mich schon manchmal regelrecht. Er will. Wie ist es denn zum Beispiel, wie ist es denn zum Beispiel, wenn ihr beiden zusammen in eine Disco geht? Fühlst du dich dann auch unter Druck, dass du gar nicht gucken darfst, wie du gerne möchtest? Passt er da sogar auf deine Augenbewegungen auf, dass du bloß keinen Mann anguckst oder so in der Richtung? Also in der Disco waren wir so noch nie zusammen in der Deutschen. Wir waren in Griechenland einmal in einer Disco und da war so gut wie nichts los. Und was macht ihr denn dann? Was macht ihr denn zusammen? Wir unternehmen viel. Wir unternehmen an sich zu zweit sehr viel. Also wir gehen viel in Europa Park, Holiday Park. Wir waren in der Tschechei. Wir waren jetzt, er hat mir zum Einjährigen eine Reise nach Paris geschenkt. Ja. Wir waren in Griechenland. Also wir machen an sich sehr, sehr viel. Und er würde auch alles für mich tun, damit es mir gut geht. Aber genau das tut er ja nicht.
Ja, genau, aber genau das was mir halt am wichtigsten ist, das übergeht er. Er tut es irgendwie. So, wie oft hast du ihm jetzt das schon so richtig hingelegt? Und hast oft. Ich sage ihm das seit Monaten. Ich habe ihm auch schon Fristen gegeben, dass er sich bis da und dahin ändern soll. Was sagen denn eigentlich deine Eltern dazu? Also, meine Mutter nennt mich mittlerweile ein seelisches Wrack. Also, Melinda, wie du jetzt redest, ne? Ich habe den Eindruck, dass du sowas von unter Druck stehst und unglücklich bist. Ja. Und so in dich in der Sackgasse fühlst. Richtig. Ja, so hört sich das wirklich an. Ja, dass bei mir alle Warnglocken schrillen, dass da was passieren muss. Ich weiß, aber wie mache ich ihm das klar? Wie? Indem du ihm das wirklich nochmal so sagst und ihm genau, nimm's auf, und ihm genau einen Entwurf hinlegst, wie du gerne leben möchtest. Und dieses daran knüpft, wenn das nicht funktioniert, seid ihr getrennte Leute. Und das musst du dann auch durchziehen. Wenn deine Mama schon sagt, du bist ein seelisches Wrack, deine Mutter kennt dich am allerbesten, dann ist das aber so eine Hammeraussage, finde ich. Und so wie ich dich jetzt hier erlebe, ist das ja alles schlimm. Ja, auf jeden Fall. Du liebst diesen Mann? Über alles. Über, ist meine erste große Liebe. Ja, einerseits, aber die Liebe zeigt sich eben darin, dass man das tut, was dem anderen gut tut. Und das tut er nicht bei dir. Er hat sein Lebenskonzept offensichtlich, wie er das für richtig hält. Und das zieht er auf Biegen und Brechen durch. Und kümmert sich dann eben überhaupt gar nicht darum, wie du dich fühlst. Und er, wenn er wirklich dein Bestes will und dein Glück will, was dann letztendlich wahrscheinlich auch euer Glück wäre, dann muss er dich mehr loslassen. Und das musst du ihm so klar machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann musst du gehen. Punkt. Ich habe schon sehr oft ihm gesagt, dass wenn er mir zeigen würde, wenn der Wille da wäre, wenn er mir vertrauen würde, dass die Beziehung totale Harmonie wäre, weil sonst stimmt eigentlich alles bei uns. Wir haben gleiche Interessen. Ja, aber Melinda, was heißt sonst? Was heißt sonst? Dieses, was du mir erzählst, stellt doch so vieles in den Schatten. Das ist doch sowas Grundsätzliches, was du mir gerade erzählt hast. Du musst es ihm eben so verkaufen oder ihm so sagen, dass er wirklich merkt, wie ernst das ist und dass es dir auch ernst ist. Nicht nach dem Motto, ach, lass die Kleine mal reden, hier rein und da wieder raus aus den Ohren. Du musst eine klare Grenze aufziehen. Nur so geht es mit Linda. Mehr kann ich dir nicht dazu sagen. Ja, das ist halt, wie gesagt, ich habe das alles irgendwie schon versucht und das Problem ist halt, dass ich ja dadurch, dass ich in dem Imbiss oder in dem Laden halt von seinen Eltern arbeite, die kriegen dann halt natürlich auch sehr viel mit. Und die Mutter hat Depressionen und ist dadurch natürlich sehr angespannt. Und wenn sie dann Situationen, die bei uns nicht stimmen oder halt Streitereien oder so, wenn sie die mitkriegt, dann erwartet sie auf der einen Seite, oder das ist ja eigentlich auch normal, dass ich das irgendwie beiseite lege und Geschäft ist Geschäft und Privat ist Privat. Melinda, ich verstehe das, was du sagen willst. Aber du darfst dir all diese ganzen Sachen nicht in den Kopf reinlassen. Wer dann wieder was empfindet und was von dir erwartet und hin und her. Du musst eine Linie zeigen, was du gerne möchtest. Ich glaube, ich habe alles zu dir gesagt. Jetzt musst du handeln. Du musst es durchziehen. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute dafür. Dankeschön. Tschüss, wäre das möglich, vielleicht nochmal mit eurer Psychologin? Ja, sehr gerne. Wenn du es gerne möchtest, Magdalena dich gleich nochmal an, okay? Das ist sehr lieb, dankeschön. Okay, du legst auf, wir rufen zurück. Okay, dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sarah, 24. Hallo, Sarah. Hallo, Domian. Jo. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich sehr früh geheiratet habe. Mhm. Wie früh? Mit 18. Oh. Genau, auf meinen 18. Warum? Weil ich da mein erstes Kind bekommen hatte. War das geplant? Nein. Ja, wir hatten auch noch nie was von Verhütung gehört, ne? Doch, das schon. Das Kondom ist geplatzt, was? Nee, das war Naivität. Na gut. Wir bekennen uns dazu. Also mit 18 geheiratet, mit 18 schon Mama geworden? Nee, mit 17 Mama geworden. Mit 17 Mama geworden. Genau, okay. 8 Tage davor. Ja. Und er ist ein sehr gewalttätiger Mann gewesen. Mhm. Also ihr seid nicht mehr zusammen? Nein, wir sind geschieden, Gott sei Dank. Mhm. Und, was heißt gewalttätig? Was hat er getan? Geschlagen. Absolute Kontrolle. Also das, was wir gerade gehört haben, so ein bisschen? Ja, ein bisschen extremer. Ne? Hat er dich auch geschlagen, als du in der Schwangerschaft warst? Ja, auch. Mhm. Hat er sich nicht auf das Kind gefreut? Also er war immer der Meinung, das wäre von seinem Bruder. Mhm. Wo er dann hinterher aber ist selber eingestanden, dass es wirklich sein Kind ist. Mhm.
Ja, und dann habe ich halt, da ist es halt so weit gewesen, dass er halt seine Aggression, wo der Kurze da war, an mir ausgelassen hat. Und ich dann den Kurzen schützen wollte und mich halt weggedreht habe und der Kurze halt mit dem Kopf an die Wand gekommen ist. Mhm. Und dadurch halt eine Prellung hatte. Mhm. Also ist der kleine Junge, wie alt war er da? Da war er 4 Wochen alt. 4 Wochen. Ist er an die Wand gestoßen? Ja. Ja. Halt, es war halt, ich wollte ihn einfach nur schützen, das war halt von mir keine Absicht. Mhm. Und dann sind wir halt auch ins Krankenhaus und halt wieder zurück. Ich bin halt wieder zurück zu ihm. Da bin ich dann mit meiner Tochter schwanger geworden. Und das war gewollt. Von ihm? Auch von ihm, ja. Warum wolltest du dann nochmal von ihm schwanger werden, nachdem er dir so viel angetan hat? Weil wir Gespräche hatten und er halt immer so aggressiv wurde in Alkohol halt. Und ich halt dachte, okay, vielleicht hat er jetzt einen Dreh gekriegt und er ändert sich jetzt wirklich. Okay, du wirst dann, bist dann nochmal schwanger geworden? Genau, und wo die Kurze dann 10 Monate alt war, ist das dann richtig eskaliert. Mhm. Das war dann so, dass ich die Scheidung auch eingereicht habe und er sagte, wenn ich gehe, werde ich mein Leben nicht mehr froh. Ich habe mir nichts dabei gedacht, nur am nächsten Tag, als ich von der Wohnungsbesichtigung von der Neuen wiederkam, stand das Jugendamt auf einmal vor der Tür und wollte meine Wohnung. Ich meine, okay, ich habe es reingelassen, weil ich habe mir nichts dabei gedacht, weil einen Tag vorher war auch meine Schwester da, wir haben Sachen gepackt und so. Und aber ich habe meine Wohnungstür nicht mehr aufgekriegt. Die war absolut zugemüllt, es war Hundekot in der Wohnung, es war katastrophal. Das heißt, er hat das getan? Ja, es gibt... Damit du schlecht dastehst? Ja, von den Nachbarn, es gibt Zeugenaussagen, er hat auch selber beim Jugendamt angerufen. Hm. Das ist halt alles hinterher rausgekommen, so dementsprechend sind meine Kinder halt mir weggenommen worden. Sind die bis heute weg? Die sind bis heute weg. Die sind bis heute weg? Ja, also wobei ich jetzt auch sage, ich lasse sie auch in der Familie, weil... Die sind adoptiert? Nein. Die leben in einer Familie? Beide zusammen? Nein, beide getrennt. Das heißt, durch diese Hinterhältigkeit hat er es geschafft, dass die Kinder von dir wegkommen? Ja. Und das liegt ja schon ein paar Jahre zurück? Ja. Drei Jahre, 4 Jahre? Nee, 5 Jahre. Fünf Jahre schon. Im April werden 5 Jahre. Ja. Hast du die Kinder gesehen? Ja, also ich habe auch Kontakt, auch zwar telefonisch und Fotos und so weiter, weil ich, weil die Kinder halt doch darunter leiden, halt alle 2 Monate den ganzen Tag dann halt eben von der Familie weg und dann mal da und einen Monat vorher bei dem, ich sag jetzt mal, eigentlichen Vater zu sein. Ach so, es gibt einen Kontakt zu dem Vater schon? Ja. Einen regelmäßigen Kontakt? Ja, alle 2 Monate. Mehr als zu dir? Nein, er kümmert sich jetzt momentan gar nicht mehr drum. Also er hat das Recht dazu, aber er hat kein Interesse dran. Gäbe es denn für dich die Möglichkeit, wenn du jetzt sagen würdest, ich will die Kinder wieder haben, dieses zu, ja, in die Wege zu leiten? Das wäre dann ein sehr, sehr langer Prozess, wo auch die Kinder drunter leiden würden. Aber die Kinder wissen, dass du die Mama bist? Also mein Sohn weiß es 100%ig. Ja. Bei meiner Tochter bin ich mir da nicht so sicher. Ja. Eben aufgrund dessen, dass die Pflegeeltern von meiner Tochter halt so, ich sag's mal, so ein bisschen engstirnig sind. Behandeln die das Mädel denn gut? Ja, also sie wird verwöhnt, sie wird absolut verwöhnt. Sie kriegt Sachen, die ich ihr nie im Leben hätte bieten können. Ja. Und der Junge auch? Ja, der wächst halt wie so ein Geschwisterkind auf. Ein Geschwisterkind, ja. Wie ist es in dir, in deinem Herzen, wenn du weißt, ich habe 2 Kinder und die sind aber nicht bei mir? Also es ging mir damals sehr, sehr schlecht, nachdem halt die Kinder weg waren in der Nacht, ist mein jetziger Ex-Mann ja halt auch mit einer Waffe auf mich losgegangen und hat versucht, mich zu vergewaltigen. Und, mein Gott. Das war auch der Polizei ist bekannt und es ist eingestellt worden und das war halt alles für mich zu viel, so dass ich einen Suizidversuch hinter mir habe. Mhm. Ich lag auch 2 Tage auf Intensivstation. Mhm. Aber ich sag mal, momentan sage ich so, dass ich es zu dem damaligen Zeitpunkt halt einfach überfordert war mit der ganzen Situation und so. Und dass es vielleicht besser war für die Kinder jetzt halt in einer Pflegefamilie zu leben. Also dein Schmerz, kannst du so mit diesen Gedanken, wie du sie mir gerade geschildert hast, so im Zaun halten? Ja, ich muss es ja. Ich meine, ich habe hier 2 kleine Kinder, die jetzt bei mir leben. Ich meine, die kriegen halt dann die Liebe für die beiden mit. So, wie, du hast schon wieder 2 Kinder? Ja, ich habe also jetzt insgesamt 4 Kinder. Das sind aber deine eigenen Kinder? Ja, ja. Ja. Mann, du hältst dich aber ran. Du hältst dich aber wirklich ran. Ja, aber jetzt nicht mehr. Du bist 24, Mensch. Jo. Lebst du denn jetzt in einer Beziehung mit einem Mann? Ja, ich habe eine Beziehung. Ja. Ist die denn in Ordnung? Er ist sehr eifersüchtig. Ich würde schon sagen, krankhaft eifersüchtig. Aber er ist der Vater von beiden Kindern? Nein. Auch nicht? Nein. Mensch, Sarah, was hast du denn da alles gemacht?
Ja, ich eigentlich gar nicht. Na, aber du bist ja auch mit dafür verantwortlich. Ja, na klar, nur wie kann ich bei einem Mann bleiben, der, ich sag mal, mit seinem Leben selber nicht klarkommt? Nee, das meine ich auch gar nicht. Ich meine einfach, dass man, wenn die Verhältnisse so kompliziert sind, dass man einfach verdammt nochmal darauf achten muss, dass man verhütet und nicht noch Kinder in die Welt setzt und denen ein Schicksal dann auch noch serviert, was sehr kompliziert ist. Ja. Naja, aber nun ist es ja geschehen, nun müssen wir da nicht drüber reden, sondern man muss das Beste draus machen. Es ist ja schon mal gut, dass die ersten beiden in guten Händen sind. Ja, und die anderen beiden, denen geht es ja wirklich super gut. Denen geht es super gut. Mhm. Ja. Und dein Partner behandelt die Kinder auch gut? Ja. Das schon. Mhm. Ja. Wie alt sind die Kinder jetzt auch noch? Recht klein dann, ne? 4 und 2. 4 und 2. Mhm. Jo. Glaubst du, aufgrund dessen, dass du jetzt 2 Kinder noch hast bei dir zu Hause, dass du das besser ertragen kannst, dass die anderen beiden weg sind? Ich denke mal, das war mehr so eine, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, so eine Ersatzfunktion. Mhm. Denke ich mal halt. Mhm. Weil es waren ja 2 Kinder da und die sind dann auf einmal nicht mehr da und damit erstmal irgendwie abschließen oder beziehungsweise damit erstmal es zu bewältigen zu können, ja. Das ist verdammt schwer. Ja, glaube ich. Was war der eigentliche Anlass, dass du mich angerufen hast? Es war gestern eigentlich das Thema meine schlimmste Nacht. Mhm. Und da war der Anlass halt, wie er halt mit der Waffe auf mich losgegangen ist. Mhm. Und das ist, finde ich, persönlich wirklich ein sehr, sehr schlimmes Erlebnis, wenn man wach wird und man hat eine Pistole den Lauf am Kopf. War das so? Er kam in deine damalige Wohnung? Ja, wir hatten ja zusammen die Wohnung. Ja. Er war zu dem Zeitpunkt bei seiner Mutter. Ja. Und der Nachbar sagte noch, der lungert unten rum. Da habe ich gesagt, habe ich mir nichts draus gemacht, weil... Mhm. Da denkt man sich nichts Böses bei. Mhm. Und nachts um 3 war das dann eben so, dass ich dann diesen Pistolenlauf halt an der Schläfe hatte. Du hattest schon geschlafen? Ja. Und man wachst irgendwie so halb im Dämmerschlaf auf und spürst die Pistole. Ja. War er da besoffen? Angeheitert. Besoffen würde ich nicht sagen. Und was geschah dann weiter? Ja, dann hat er halt an mir rumgefummelt, sag ich mal. Mhm. Mir versucht, die Unterhose aufzuziehen halt, halt sich an mir zu vergreifen. Mhm. Und ich habe dann auch versucht zu schreien, aber die Nachbarn haben gesagt, sie hätten nichts gehört. Und ist es zu der Vergewaltigung gekommen? Nein, es ist kein Beischlaf passiert. Er hat vorher aufgehört und hat gesagt, es war Spaß. Oh ja, toller Spaß. Ja, habe ich mir auch gedacht. Hast du ihn, gab es irgendwelche juristischen Konsequenzen? Ich habe ihn angezeigt und wurde von der Polizei auch aufgenommen, schwere Vergewaltigung mit Waffengewalt ohne Beischlaf. Mhm. Aber es ist eingestellt. Weil er es so hingestellt hat, als ob ich psychisch labil wäre oder depressiv. Mhm. Halt im Endeffekt alles ausgedacht und selbst zugefügt. Du kanntest den ja da schon und hattest schon einiges mit dem erlebt. Hattest du den damals so eingeschätzt, dass der unter Umständen sogar abdrücken hätte können? In dem Moment war es mir, wo er da war, wenn man das, ich meine, es lief ja wirklich 1 Stunde, 1,5 ungefähr, war das ja so mit der Waffe. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, dann drück ab. 1 Stunde lief das? Ja, und dann habe ich irgendwann resigniert, man dann sagt, dann drück ab, dann hat das Ende, dann hat es endlich ein Ende. Mhm. Aber das heißt schon, das zeigt ja, wie fertig du warst und wie schrecklich es war für dich, wenn man sowas sagt. Ja, aber was will man in dem Moment machen? Hast du heute mit dem noch, siehst du den manchmal? Heute jetzt seit 5 Monaten ungefähr, habe ich gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Mhm. Irgendwann wird es schwierig sein, wenn die Kinder älter werden. Die werden fragen, warum sind wir hier und was war mit euch los, was ist mit Papa, was ist mit dir. Dann wirst du es ihnen alles erklären müssen. Ich weiß es. Mhm. Und ich werde auch es versuchen, so zu erklären, wie es ja, ich sage jetzt im Endeffekt war, aber halt nicht jede Einzelheit. Ja. Ich meine, dass ich überfordert war, da kann ich mich nicht rausreden, ja. Das war nun mal so. Ja. Ja. Das ist ein Teil der Mitschuld an mir. Mhm. Ja. Liebe Sarah, dann wünsche ich dir für das jetzige Leben mit den beiden Kindern und deiner Beziehung alles Gute, dass das sehr gut und reibungslos läuft und dass der Kontakt weiter auch aufrecht erhalten bleiben wird zu den anderen Kindern und dass es denen gut geht weiter. Ja, werde ich machen. Danke, Domian. Alles Liebe wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich will euch mal unsere Themen nächste Woche sagen. Kann ja der ein oder andere mal drüber nachdenken, ob er sich da angesprochen fühlt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema ungewöhnliche und extreme Berufe. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt das Thema durch eigene Schuld behindert. Wer gerne nächste Woche zu diesen Themen mit mir sprechen möchte, der kann ja per Mail sich schon mal anmelden unter domian@wdr.de.
Jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht und es geht weiter mit der Ramona. Ramona ist 20. Hallo Ramona. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, um meinen Ex-Freund. Ach, um den Ex-Freund. Ja. Ich war jetzt 2,5 Jahre mit ihm zusammen und am Anfang lief alles wunderbar und große Liebe und ja, und dann später wurde das immer schlimmer. Er hat gesagt, ich soll nicht so viel essen und er wollte auch nicht, dass ich rausgehe, er wollte nicht mit mir zusammen feiern gehen und was ist heute los? Wir hören nur Geschichten von schrecklichen Kerlen. Ja. Mann. Du sollst nicht so viel essen, damit du nicht dick wirst, oder wie? Ja, ja. Warst du denn gefährdet, dick zu werden? Nein, gar nicht. Ich bin schlank. Also sah ich von mir aus. Und er sagte zu mir, ich soll nicht so viel essen, ich soll mich im Spiegel angucken, wie dick ich denn doch bin und so. Obwohl das gar nicht so ist. Ja, also reine Schikane irgendwie. Ja, absolut. Ja, auch Macht, ja. Machtgehabe ist das. Genau. Ja. Ja, und sein Vater, also der hat sich viel von seinem Vater abgeguckt und sein Vater ist auch so ein Macho, der lässt sich von vorne bis hinten bedienen und er hat sich das dann auch so abgeguckt. Ich sollte alles machen und ich bin so, dass ich mir das nicht gefallen lasse. Und das hat richtig so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ihm hat das wohl nicht gefallen und der Vater hat dann auch gesagt, die Ramona kann selber aufstehen und sich was zu essen holen oder als ich krank war, sie kann selber aufstehen, sich einen Tee machen und du bist der Mann und sowas konnte ich mir anhören. Ja, und dann auch... Thema Gewalt? Gab es Thema, Übergriffe? Also, ich sag mal, wenn wir uns gestritten haben, wir haben uns angeschrien, richtig heftig so und er hat mich auch feste angefasst, sagen wir es so. Also er hat mich nicht geschlagen. Ja, und später wollte er auch nicht mehr mit mir schlafen. Und ich habe mir gedacht, was ist falsch an mir? Also ich habe gesagt, was ist falsch an mir? Er sagte ja gar nichts und ich habe immer versucht und immer, ich habe keine Lust, ich habe Bauchschmerzen und sowas konnte ich mir anhören. Ja, und so, diese Sache hast du 2,5 Jahre... Ja. Ausgang, fast zwei, also am Anfang wahrscheinlich war es da nicht, wie du es auch schon angedeutet hast, am Anfang nicht so schlimm. Ja. Aber du hast es dann 2 Jahre ungefähr ausgehalten. Ja, genau. Ist es dann eskaliert, dass du, hast du dich von ihm getrennt? Ja, ich habe mich jetzt von ihm getrennt. Also vor kurzem erst? 2 Wochen her. Ah ja. Und ich habe ihn letztes Mal in der Disco getroffen, da hat er mich nur angelacht und ich bin dann sofort mit dem Taxi abgehauen, weil ich mir dachte, wenn ich hier bleibe und er kommt zu mir und er redet wieder vernünftig mit mir und sagt, es tut ihm alles leid, dann würde ich wieder mit ihm nach Hause fahren. Das alte Lied. Das mache ich nicht, auf keinen Fall. Gab es denn jetzt zum Schluss irgendwie nochmal ein ganz, ganz, ganz krasses Ereignis, aufgrund dessen du gesagt hast, jetzt ist Schluss, ich gehe? Ja, er hat zu mir gesagt, also was jetzt Sex betrifft, er sagte zu mir, ja, wenn man jeden Tag das Gleiche isst, hat man langsam keine Lust mehr drauf. Und da dachte ich mir, sowas muss ich mir sagen lassen. Ja, also das war sehr verletzend für dich. Ja, absolut. Ja. Und auch wenn ich geheult habe, hat er zu mir gesagt, ich bin eine Heulsoße. Ist er denn fremdgegangen, weißt du das? Das weiß ich nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, weil er meldet sich gar nicht bei mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er auch eine andere hat. Das heißt also, als du dann gesagt hast, ich gehe, hat er sich da auch gar nicht großartig gegen gewehrt? Nein, gar nicht, gar nicht. Wir haben uns gestritten, weil ich einen Kollegen von ihm getroffen habe und wir wollten Silvester zusammen feiern und er sagte, da sind nur Jungs, was soll ich da? Und da sage ich, ja, wie, ich komme mit Jungs genauso gut klar wie mit Mädchen, das ist egal. Ja, und dann habe ich einen Kollegen von ihm getroffen und er sagte, warum ich nicht Silvester gekommen wäre. Mein Freund wäre als einzigster ohne Freundin gekommen. Ja, und das war dann auch ausschlaggebend, weil er mich so angelogen hat und dass er nicht wollte, dass ich dabei bin. So, jetzt sind 2 Wochen gerade vergangen, dass du dich getrennt hast. Ja. Wie fühlst du dich jetzt danach? Irgendwie besser. Also die erste Woche habe ich gar nicht darüber nachgedacht, aber irgendwie wird das jetzt schlimmer. Ich vermisse ihn zwar, aber ich denke mir, was er mir angetan hat. Ich weiß nicht, ob ich zurückgehen soll, aber... Ich bin gerade etwas zusammengezuckt, muss ich dir sagen, Ramona. Als du sagtest, wenn der mich da noch weiter angesprochen hätte in der Diskothek und hätte gesagt, komm, wir versuchen es nochmal und alles wird gut und so weiter, dann wäre ich vielleicht nur weich geworden. Ja. Ich glaube, wenn man so eine Geschichte hinter sich hat von so einer langen Zeit, dann sind alle Chancen vertan.
Und dann ist das schon ein großes Ereignis und ein großer Erfolg, dass du es geschafft hast, da wegzukommen. Ja, auf jeden Fall, klar. Das haben meine Eltern mir selber gesagt. Ja, insofern war dein Verhalten da schon sehr intuitiv klug, zu gehen, einfach wegzugehen. Ja. Und dich einfach von ihm fernzuhalten, dich vor ihm auch zu schützen. Bis du wieder ein bisschen mehr auf die Füße kommst und stabiler wirst und auch so die ersten Trennungsirritationen. Man ist ja immer ein bisschen durch den Wind, wenn man sich trennt von jemandem. Genau. Um das erstmal zu überwinden. Ja, das ist auf jeden Fall schwer. Was hast du jetzt gelernt aus der Zeit? Ich hoffe, dass ich es gelernt habe. Also ich habe Angst, ihn wiederzusehen. Das ist mein Problem, dass er mich weich kriegt und dass ich wieder zurückgehe. Halt dir einfach vor Augen, was er dir alles angetan hat. Halt dir vor Augen all die Situationen, in denen du dich unwohl gefühlt hast. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Strategie, um nicht wieder rückfällig zu werden. Wenn man das sich immer wieder vor Augen hält. Nicht die schönen Sachen denken, sondern das, was dir so wehgetan hat und was schlimm für dich war. Ja, auf jeden Fall. Dann hoffe ich und halt die Daumen, dass du es schaffst und dass da irgendwann ein besserer Typ kommt für dich. Danke. Lieber Ramona, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Heute ist Frauentag hier. Ich habe hier nur Frauen und Mädels. Wogegen ja gar nichts einzuwenden ist. Hier ist Annabella und Annabella ist 23 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Was geht's bei dir, Annabella? Es geht bei mir um meine verstorbene Tochter. Ja. Die ist im Jahre 2002 verstorben. Wie alt ist sie geworden? Sie ist 7 Wochen und einen Tag alt geworden. 7 Wochen? Mhm. War es plötzlicher Kindstod? Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich glaube, mit Kripo und was da alles noch zugehört, das hätte ich, glaube ich, nicht durchgestanden. An was ist das Kind gestorben? Sie ist mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. Mhm. Sie hatte nur eine Herzhälfte. Dazu kam noch ein schwerer Chromosomenfehler, durch den sie nie in die Pubertät gekommen wäre. Sie hätte niemals selber Kinder bekommen können. Schwere Behinderung. Ja, ganz schwer. Dann hatte ich am Ende der Schwangerschaft einen Nierenstau. Dadurch hat sie eine Blutvergiftung bekommen. Und durch die ganzen Medikamente, teilweise wirklich 26 Stück an der Zahl gleichzeitig, in geringen Mengen zwar, aber trotzdem gleichzeitig in den Körper reingepumpt, hat sie dann noch einen Pilz bekommen. Das kleine Würmchen musste 26 Tabletten am Tag nehmen? Nee, das war so in Perfusoren. Das sind so Geräte, da sind ganz große Spritzen drin. Ja, okay, aber der kleine Mensch musste so viel Medikamente in sich aufnehmen. Ja. Und hat dann einen Pilz noch bekommen und ist dann verstorben. Ja, also ich war mit meiner Mutter noch bei meinem Opa, der zur gleichen Zeit im Krankenhaus lag und hat mehr oder weniger auch wirklich auf seinen Tod gewartet. Der hatte Leukämie und da haben wir dann Krankenhausrennen gemacht. Und da hat dann mein damaliger Freund, also auch der Vater des Kindes, hat dann im Krankenhaus angerufen und hat gesagt, die Ärztin hat uns geraten, wir möchten bitte sofort vorbeikommen. Sie muss ganz dringend mit uns reden. Und da hat sie uns dann gesagt, dass unsere Tochter, Celine hieß sie, dass sie dann auf jeden Fall sterben wird. Und wir dürften halt noch die Entscheidung treffen, ob sie noch am Leben gehalten werden soll, bis sie von alleine irgendwann aufgibt, oder ob die Maschinen abgestellt werden sollen. Ja, und wir haben uns natürlich für das Zweite entschieden. Dass die Maschinen abgestellt werden sollen? Genau. Ja. Weil das wäre nur egoistisch gewesen, wenn man gesagt hätte, liegen lassen. Ja, natürlich. Ja. Wie lange hat das kleine Kind dann noch gelebt, nachdem die Maschinen ausgestellt wurden? Also es ist so abgelaufen, wir sollten erst noch uns um einen Pastor kümmern, der dann auch die Beerdigung regelt und alles. Und da sind wir abends um 8 Uhr, ich weiß das gar nicht mehr so genau, sind wir dann da hingefahren, haben mit dem alles geregelt. Und dann sind wir in aller Ruhe wieder zurückgefahren und dann wurden die Maschinen abgestellt und morgens gegen 3:30 ist sie dann gestorben. Habt ihr die ganze Nacht bei ihr gesessen? Ja. Ja. War es ein sanftes Sterben oder hast du den Eindruck gehabt, dass die Kleine sich sehr quält? Quälen eigentlich nicht. Also das konnte man auch schwer beurteilen. Also ich habe da mehr so den Ärzten vertraut, die dann auch in der Nacht bei uns waren.
zwar sehr distanziert vom Körperlichen her, aber trotzdem, sie haben alles haargenau über Monitore im Schwesternzimmer überwacht. Wie meinst du distanziert vom Körperlichen her? Also wir durften mit unserer Kleinen wirklich alleine in dem Raum sein. Die haben nur ab und zu mal um die Ecke geguckt, ob es uns auch einigermaßen gut geht. Als das Kind dann verstorben war, um 4, sagst du? Ja, 3:30. 3:30. Was hast du da empfunden? Oh Gott, schwer zu sagen. Also auf jeden Fall eine wahnsinnige Trauer. Sie ist auch auf meinem Arm gestorben. Ich habe sie abwechselnd mit meiner Mutter auf dem Arm gehalten und gestreichelt und mit ihr geredet. Und also ich glaube an Gott. Und ich habe immer wieder gebetet, auch laut gebetet, bitte lass es schnell vorbei sein, egal wie. Und Hauptsache, sie quält sich nicht. Und also irgendwo war ich erleichtert, aber es hat wahnsinnig wehgetan. Ich habe bis heute damit zu kämpfen. Entschuldige, wenn ich das gerade noch unterbreche. Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, da war der Opa war auch zu der Zeit so schwer krank. Ja, der ist kurz nach ihr gestorben. Der ist kurz nach ihr auch noch gestorben. Und die beiden, also mein Opa, der hatte das vorher veranlasst. Er sagte, er wünscht es absolut gar nicht. Er wird mir wirklich wünschen, dass die Kleine überlebt. Hat aber auch tief innen drin geahnt, was er nie ausgesprochen hat. Aber man hat es immer an seinen Augen gesehen. Dass er schon geahnt hat, dass sie sterben wird. Und da hat er halt eine Erklärung noch selber geschrieben, soweit wie er noch schreiben konnte, dass halt, wenn wir damit einverstanden sind, dass die beiden sich ein Grab teilen können. Ist es so gekommen? Es ist so gekommen, ja. Also die Kleine liegt bei dem Opa. Und im Grunde genommen ist das Grab eigentlich, ja, für sie ist dann ein Grabstein, mein Opa wollte keinen. Und er war mit allem einverstanden und er hat sich's auch sehr gewünscht, dass er mit ihr dann zusammen da liegen kann. Wie war dein Verhältnis zu deinem Opa? Also es war bisher immer sehr, sehr gut. Nur leider kam die Pubertät dazwischen, wo ich mich nicht gerade toll benommen habe. Und da ist der Kontakt dann auch für lange Zeit ja nicht ganz abgebrochen, aber... Aber hinterher gab es dann eher wieder eine Annäherung, als du dann etwas älter wurdest. Ich glaube, das war ein riesen aufeinander zulaufen und in den Arm nehmen, also so im übertragenen Sinne. Jetzt hast du gerade gesagt, die ganze Geschichte mit deiner Tochter, die traurige Geschichte, war im Jahre 2002. Und du hast heute im Jahre 2006 noch immer sehr damit zu schaffen. Wahnsinnig. Also ich habe eben gerade mit deinen Leuten am Telefon, die vorab mit mir noch gesprochen haben, da habe ich auch gesagt, ich habe Schulden, ich habe mich sehr hängen lassen. Die Beziehung zu meinem Freund ist auseinandergegangen, weil wir uns beide sehr geändert haben. Und du hast keine neue Beziehung? Nein. Und hast auch kein Kind mehr bekommen seitdem? Nein. Nein. Also ich denke mal, das könnte ich dann auch dem Kind nicht antun, weil ich im Moment wirklich psychisch absolut nicht in der Lage dazu bin, irgendetwas auf Reihe zu bekommen. Meine Schulden, die häufen sich immer mehr. Es wird immer größer. Ich habe keine neuen mehr dazu bekommen. Ich schaffe es einfach nicht, die alten Schulden irgendwie abzutragen. Ja. Ich bekomme es selber nicht auf die Reihe, irgendwie mich mal aufzuraffen und zu sagen, so, und du packst das jetzt an und du schaffst das jetzt. Das hat alles mit dem Unglück zu tun, meinst du? Seitdem ist alles irritiert bei dir, alles durcheinander. Ja. Also mein Gedächtnis, auch so vom Zeitlichen her, wenn ich jetzt in einer Woche gefragt werde, was hast du vor ungefähr einer Woche gemacht? Oder ich hatte am 7. Februar Geburtstag. Ich kann wirklich nicht sagen, wie lange das jetzt her ist. Wenn ich jetzt so spontan gefragt werden würde. Ja, Annabella, dann finde ich, ist es super, super, super dringend, dass du dir Hilfe holst. Das Problem ist nur, dass mir bisher noch keiner helfen konnte. Warst du denn bei einem Psychologen, bei einem Psychiater? Ja. Hast du eine richtige Therapie schon gemacht? Also ich wurde vom Arbeitsamt aus, ich hatte vor einiger Zeit, im Jahr 2003 hat das angefangen, habe ich einen gutartigen Knochentumor im rechten Handgelenk gehabt. Der saß an einer äußerst blöden Stelle und da habe ich jetzt auch noch immer Probleme mit. Das Material ist vor kurzem schon rausgenommen worden. Die Schmerzen, die sind zwar weniger geworden, aber es ist immer noch bemerkbar. Und
Aber die Frage war, ob du eine Psychotherapie schon gemacht hast. Genau. Und daraufhin war ich mit dem Handgelenk beim Arbeitsamt bei der Reha-Beratung. Mhm. Die haben mich zum Amtsarzt geschickt und die Amtsärztin, die hat dann zu mir gesagt, ich sollte erstmal in eine psychosomatische Fachklinik. Mhm. Und dort war ich gewesen und die haben mich, also für mich persönlich finde ich nicht richtig behandelt, weil ich danach wirklich auch Angstzustände hatte. Mhm. Ich konnte nachts nicht mehr schlafen und ich bin immer weiter runtergerutscht. Das ist wirklich das Problem bei diesen ganzen psychologischen Behandlungen, dass man wirklich suchen muss, die richtige Klinik zu finden, den richtigen Ansprechpartner, die richtige Schule auch, mit der man sich auseinandersetzt. Das ist wirklich ein großes Problem. Mir ist mir völlig klar, dass du nochmal was unternehmen musst. Vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass du schon mal was gemacht hast und das sogar fehlgeschlagen ist. Mhm. Ich möchte auch mein Leben wieder auf Reihe bekommen. Ich habe eventuell für den Sommer eine Lehrstelle, mit erst 23 Jahren, schon 23 Jahren. Ne? Aber immerhin hast du eine Lehrstelle und du hast auch das Vorhaben, das dann durchzuziehen. Ja, sicher. Ich habe aber auch Angst, dass es irgendwie fehlschlagen könnte, aufgrund meiner ganzen Gesamtsituation, die psychische und die körperliche. So, Annabelle. Mein Körper, der gibt auch nach und nach auf. Jetzt werden wir dir mal versuchen, etwas zu helfen. Das heißt, meine Psychologin wird das versuchen. Dir eine Beratung zu geben, die dir vielleicht und hoffentlich etwas weiterhilft. Dankeschön. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay, alles Gute, Annabelle. Jürgen? Ja? Ich finde es absolut super, dass es da eine Sendung gibt. Ach, du hilfst ganz vielen Leuten und ist einfach nur spitzenmäßig. Danke. Weiter so machen. Vielen herzlichen Dank, Annabelle. Ich danke auch. Alles Gute. Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Cindy, 27. Hallo Cindy. Genau. Genau. Hallo Domian. Hallo Cindy. Dein Thema. Ja, und zwar geht es um meinen Freund. Mhm. Wir sind jetzt schon seit 10 Monaten zusammen. 10 Monate? Ja. Nicht 10 Jahre? Nein, 10 Monate erst. Ja, und bei uns ist das Problem, unsere Beziehung klappt super und der Rest auch. Aber. Und das einzige Problem, was wir haben, er fängt an, mich nachts zu befummeln. Wie bitte? Dich nachts zu befummeln, während du schläfst? Während ich schlafe, während er auch schläft, also er bekommt es gar nicht mit, ich mache ihn wach und er dreht sich dann wirklich sauer um, weil ihn nervt das, er kommt damit nicht wirklich klar. Was heißt denn befummeln? Was macht er denn? Ich habe dann seine Hände überall und ich glaube, wenn ich die Hose nicht anhätte, ich weiß nicht, was dann passieren würde. Ja. Und er schläft? Und er schläft, genau, er schläft. Ja, ehrlich? Ja, das ist wirklich kein Witz, also wir waren damit auch schon beim Arzt. Und der Arzt selber meinte, ihn mit Schlaftabletten ruhig zu stellen. Ja, sehr schlaue Überlegung. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja, das habe ich auch gesagt und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Seit wann ist das so? Seitdem wir zusammen sind. Ach, seit 10 Monaten? Genau. Das heißt, von Anfang an war das so, dass er dich nachts begrabbelt, wenn ihr in einem Bett geschlafen habt. Genau, also es ist mal Ruhe und dann fängt das wieder von vorne an und keiner weiß, woran es liegt, also... Wenn es einmal passiert ist, fängt es dann auch in derselben Nacht nochmal von vorne an? Ja. Ja, dann kommst du ja gar nicht zum Schlafen. Nee, und da man steht früh auf und kommt sich wirklich vor wie gerädert, ist müde und... Aber ihr wohnt noch nicht zusammen? Noch nicht, nein. Noch nicht, also es ist entweder bei dir oder bei ihm. Genau. Mhm. Ja, das klingt im ersten Moment lustig, aber ist dann wirklich irgendwie nicht lustig. Nee, also... Für dich nur allemal nicht, wenn du da... immer zu aufwachst zwischendurch. Genau. Was würde denn passieren, wenn du ihn grabbeln lassen würdest? Dann würde es, glaube ich, zum Sex kommen, ohne dass er es mitbekommt. Kann man ja fast gar nicht glauben. Mensch. Ja, es ist aber wirklich so. Also es ist, und wie gesagt, keiner weiß, woran es liegt. Und ich möchte auch wirklich, möchte ihm helfen, weil ihn nimmt es ja schließlich noch mehr mit wie mich, weil... Also wir kennen ja alle das Phänomen des Schlafwandelns. Ne? Genau. Das kann ja mal dann... unter Umständen mal vorkommen, wenn Leute da eine Affinität zu haben. Mhm. Aber wenn das immer vorkommt, sowas Seltsames hier, da gibt es zwei Überlegungen. Entweder verarscht er dich und beschummelt dich, oder aber, das ist wirklich so ein pathologischer Fall, dass da irgendwie, weiß ich, ein Schlafforscher sich mit beschäftigen müsste. Da muss ich dazu sagen, also verarschen glaube ich nicht, weil also in seiner vorherigen Beziehung, weiß ich, war es auch schon so. Mhm.
Und ja, wie lange hat er das denn? Wie alt ist er? Er ist 21. 21? Genau. Und wie lange hat er das überhaupt schon? Das ist eine gute Frage. Das müsste man... Also ein paar Jahre, glaube ich, ist das schon. Ich würde an der Stelle erstmal gar nicht mal die Nächte mit ihm verbringen. Erstmal so, bevor das gelöst würde. Ja gut, ich meine, es ist sehr schwierig, ne? Also, wohnt ihr weit entfernt voneinander? Also es ist schon ein kleines Stückchen, ja. Mhm. Und ich bin auch ganz froh, wenn wir dann mal zusammen sind und man kuschelt ja auch gern, ne? Ja klar, dass man zusammen auch einschläft. Sicher, ja, ja klar. Ich meine, wie gesagt, es ist ja nicht immer, das ist, wie sagt man, ist ein paar Tage Ruhe und dann geht's mit einmal wieder los, also. Mhm. Wenn, du hast gerade gesagt, wenn du ihn dann wegstößt, dann wird er ein bisschen wach? Dann wird er ein bisschen wach und wenn er dann mitbekommt, dass er wieder angefangen hat mit Fummeln, dann ist er erstmal in dem Moment sauer, dreht sich rum und schläft er dann wieder. Ist sauer auf sich selbst? Ja. Mhm. Also ich habe mal gefragt, er ist nicht sauer auf mich, sondern weil ich ihn wach mache, sondern er ist in dem Moment sauer auf sich, weil er es wieder angefangen hat. Mhm. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Der Hausarzt mit Schlaftabletten ist für mich keine Lösung. So. Nee. Nee. Was hat der Arzt denn im ersten Moment überhaupt gesagt? Wart ihr zusammen beim Arzt oder war er alleine? In dem Moment ging es nicht zusammen. Er war alleine, hat der Ärztin das erklärt und sie meinte, er soll die Schlaftabletten nehmen und wenn die nicht wirken, dann müssen wir weiterschauen. Ich habe ja immer noch irgendwie das Gefühl, dass der dich veräppelt. Nee. Also welcher Arzt gibt denn bei so, wenn er das, nehmen wir mal an, der Arzt glaubt das. Wieso verschreibt denn dein Arzt Schlaftabletten? Das ist doch das Unsinnigste, was es überhaupt zu denken gibt. Um ihn einfach ruhig zu stellen. Und ich meine, diese Tabletten haben wirklich gewirkt. Also, aber es ist für mich keine Lösung. Jetzt piepst es aber ganz doll. Du hast irgendwo drauf gedrückt wahrscheinlich, aus Versehen. Also wenn es wirklich so belastend für euch wird, dann müsst ihr euch umsehen. Wohnt ihr in der Nähe von einer größeren Stadt? Ja. Ja, dann forscht mal ein bisschen oder wir können dir vielleicht gleich auch einen Tipp geben, ob es ein Schlaflabor gibt in einer Universitätsklinik oder in einem Krankenhaus, in einer Klinik. Und da würde ich einfach mal einen Termin mit jemandem machen, der sich mit Schlaf, ein Arzt, der sich wirklich gut mit Schlaf auskennt und dann mal hören, was die meinen. Mhm. Und übernimmt sowas dann die Krankenkasse? Oder? Gute Frage. Mhm. Ich würde jetzt erstmal spontan sagen, nee, mach die nicht. Mhm. Bin ich mir aber nicht sicher. Weiß aber meine Psychologin. Mhm. Leg mal auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Das wäre super. Okay? Alles klar. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Hier ist Katrin. Katrin ist 23. Hallo Katrin. Hallo Domian. Jo. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar habe ich mit meiner Mutter ein sehr schlechtes Verhältnis. Mhm. Angefangen hat es ungefähr, wie ich 12 war. Ja. Aber mit meinem Papa hatte ich noch nie ein richtig gutes Verhältnis, weil der war Alkoholiker. Sind denn die Eltern zusammen gewesen? Ja, die sind seit über 40 Jahre verheiratet. Mhm. Warum? Warum ist das Verhältnis zu der Mutter schlecht geworden ab 12? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und also vor 2 Jahren habe ich ein Kind bekommen, die Tochter. Mhm. Und also in der Schwangerschaft schon sehr extrem schlimm mit meinen Geschwistern auch. Haben mich im Bauch getreten, mich gefragt, ob ich das Kind jetzt unbedingt haben musste. Deine Geschwister haben dich in den Bauch getreten? Ja, also geschlagen, ja. Was sind das für Geschwister? Jungs, Mädels? Ja. Ja, 2 Männer. Mein Bruder ist 40, der Große und der Kleine 36. Bitte, und die haben dich in den Bauch getreten? Ja. Was ist denn da los bei euch? Ja, ich weiß es nicht. Nach dem Motto, du sollst das Kind nicht kriegen? Ja, oder? Warum brauche ich jetzt ein Kind? Und und halt mit der Geburt dann war das so, dass ich dann im 8. Monat Wehen bekommen habe. Ja. Hab dann meine Tasche gepackt, mir Taxi geholt und bin ins Krankenhaus gefahren. Zu dieser Zeit hast du noch in der Familie gewohnt, also bei deiner Mutter? Nee, schon alleine. Schon alleine. Ich bin mit 16 von daheim ausgezogen. Ja. Ah ja. Mhm. Und dann war ich im Krankenhaus, dann meinte die Hebamme, also wir müssen das Kind holen. Mhm. War dann Notkaiserschnitt. Mhm. Und irgendwann 2 Tage später kommt meine Mutter ins Krankenhaus und meint, ja, du Fotze, hättest ja auch mal sagen können, dass du jetzt entbindest.
Umgangston bei uns normal. Mhm. Gott, wie schrecklich. Ja, und dann kommt die Schwester rein und meint die halt, ja, und was sie für schön braun, also dunkles Enkel haben, weil sie halt schwarze Haare hatte und braune Augen. Mhm. Dann sagt mein Vater damals, wie, hast du ein Negerkind oder was? Mhm. Also ganz Kind, schlimm. Aber das Kind ist gesund. Das Kind ist, ja, prima. Ja, trotz der Schläge und Tritte. Ja, das war ziemlich am Anfang der Schwangerschaft. Ja. Wie ist das heute? Wie ist das Verhältnis heute zu der Mutter, zu den Brüdern? Also mein Bruder hat mich bei meinem Fortgehen gesehen. Da hatte ich so einen Rock an und Stiefel. Am nächsten Tag ruft das Jugendamt bei mir an und fragt mich, ob ich anschaffen gehe. Hm. Mein Gott, das ist ja die geballte Bosheit bei euch. Ja, ganz, ganz extrem. Umgangston ist sowieso nur aggressiv. Aber da frage ich mich, warum du überhaupt noch mit denen allen Kontakt hast. Wieso ziehst du dich nicht völlig zurück? Also mit meinen zwei Brüdern habe ich fast gar keinen Kontakt mehr. Mhm. Mit meiner Mutter ist es so, weil zu meiner Tochter ist sie ja nett. Lieb und alles. Und meine Tochter hängt das ja an meinem Papa. Warte mal, bevor wir über die Mutter weiterreden. Du sagst, ich habe zu den Brüdern fast gar keinen Kontakt mehr. Warum hast du gar keinen Kontakt mehr? Ich wohne halt auf dem Dorf und wir laufen uns halt über den Weg. Ach so. Aber da ist kein Hallo, gar nichts. Mhm. So, zurück zur Mutter. Ja. Also die Mutter kann mit dem Kind gut jetzt, oder? Ja, kann gut mit dem Kind und mit mir umso schlechter. Ja. Du lebst alleine? Oder? Ich lebe alleine mit meinem Kind, mit dem Kind, ja. Auf einem Dorf? Ja, so Kleinstadt. Mhm. Und in dieser Kleinstadt wohnt auch die Mutter? Ja, ja. Sie schleicht danach zum Beispiel um meine Wohnung rum und schaut, ob ich zu Hause bin. Und ich würde ja nichts sagen, wenn ich jetzt mal das Partygirl oder so wäre, ja. Aber dem ist ja nicht so, also überhaupt nicht. Ich muss sagen, das ging mir so tierisch auf die Nerven, dass ich da, glaube ich, sowas von radikal den Schnitt machen würde. Ich würde auch den Kontakt zur Mutter abbrechen. Ja, aber die Kleine hängt so an der Oma. Ja, die Kleine hat keine andere Bezugsperson als mich und meine Mutter. Und die wollte ich ja eigentlich nicht nehmen, weil zu meinem Kind ist sie ja gut. Ja, aber das ist natürlich eine schwierige Sache, wenn du permanent so drunter leidest und immerhin hat sie dir auch schlimme Sachen angetan oder was du gerade erzählt hast. Ja. Ist die Frage, ob man das deshalb dann zwangsläufig aufrechterhalten muss. Die Frage wäre vielleicht, ob du dich in deinem Leben vielleicht ganz anders orientierst, vielleicht auch in einen anderen Ort gehst. Ich weiß nicht, ob das alles möglich ist, um einfach Distanz zu der ganzen Familie zu kriegen. Ja, schwer. Mhm. Schwer. Katrin, die Sendung ist gleich rum, das tut mir sehr leid. Aber wir rufen dich gleich nochmal an, einverstanden? Okay, dann legst du auf. Bis gleich. Jawohl, tschüssi. So, Freunde und Freundinnen, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Uli Kapp, bei Marco Rössler, Katrin Paulsen, Malte Emels, Florian Jocham, Dirk Windhüsen, Christian Part, Magdalena Groß. Unsere Themen nochmal nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema ungewöhnliche und extreme Berufe und in der Nacht von Donnerstag durch eigene Schuld behindert. Wir sind wieder da am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, Radio 1 live und WDR Fernsehen, 1 Uhr. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende.